Hallöchen, Popöchen und willkommen zurück zum Let's Play von Bahnenfinders. Und wir machen jetzt unseren Cousin Kevin glücklich und fahren zur Nackelscheune. Kostet mich 1000 Pieten dahin zu fahren, weil ich 20 Liter Sprit brauche. Nackel wohnt wahrscheinlich auf dem Himalaya, also wir könnten, wie ihr seht, es ist hier keine Brücke zwischen, weil man hätte ja auch einfach so fahren können. Aber nein, wir müssen erst um die Old Ridge Mountains fahren hier, ne, und dann, ja. Ja! Ah! So, Nackelscheune ist im Winter. Nackelscheune ist im Winter. Geil, ey. Hoffentlich habe ich schön mich warm angezogen. Nimm dich von dem in Acht, sie können dir deine Sachen stehlen. Nackelscheune, die reine Reise eines Helden. Sag mal. Habt ihr Kraut geraucht? Wenn ihr das macht, weiß doch jeder, dass hier. Euch geht's wohl zu gut. Weil ihr alle verlaut! Und fahrt das Raumschiff hier weg. Ich komme da nicht ran hier. Oh Mann. Jetzt weiß doch jetzt jeder, was steht da drauf. After Party. Out of this world. Zenek, Romek, Matti. Was ist los mit dir? Du unsere Ferientickets. Ihr sollt hier irgendwo sein. Ruhe! Ah. Ja. Da fällt mir jetzt auch nichts ein. Disco Polo. Kann ich nicht abmachen. Also ist Bahnfinders von unseren polnischen Freunden gemacht worden, ja? Aber mal ganz ehrlich, haben die Tickets nicht vorhin hier gelegen? Da war ein Kackhaufen hinter. Die Musik jetzt schon, Alter. Da krieg ich jetzt schon Rappel bei. Fangen erstmal hier an. Wir machen erstmal draußen, Freunde. Und dann machen wir drin. Wie immer.
Okay. Komm hier wieder hoch? Oh, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Muss ich hier so ein Jump'n'Run-Spielchen machen? Ach komm, Alter. Oh. Ich jetzt schon Rappel, Alter. Ich dich jetzt schon Rappel. Kurva! Ah! Der drückt mich immer die Ecke runter. Wer programmiert denn so eine Scheiße? Jo, mei. Halt mir raus. Ich will hier raus. Ei, 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 ei. Oh, ist denn aber. Oh, hier sind noch Bierflaschen runter. Schön erstmal einen rausknallen. Ja. Also wir müssen drei Schlüssel finden, um an die goldene Klorolle zu kommen. Boah, da ist doch bestimmt alles Urin, oder? Danach ihn Ticket zuerst. Alter, Maul! Aber wir haben noch drei Dinger. Bierpunktisch. Oh lol, ey. Auch noch einer. Ha! Na? Ruhe! Die haben einfach einen Bierpong-Tisch. Ich scheiß mir ins Hemd, Onkel Belly. Ich habe auch einen Bierpong-Tisch zu Hause tatsächlich. Ich spiele gerne Bierpong. Spielen wir auf öfter, wenn wir im Take sind, dann ist auch ganz oft ein Bierpong-Turnier da. Und da sind wir auch immer dabei, eigentlich. Wenn wir denn die Kleinen abgeben können. Also wenn die bei Oma und Opa zum Beispiel übernachten kann, dann genehmigen wir uns schon mal so einen schönen Abend. Ich habe aber auch immer Belehrung hier beim Bücken. Da was drauf. So. Oh shitty boy. Aber der ist. Der muss restauriert werden eigentlich. Der ist voll am Arsch.
Ruhe! Jetzt können wir wieder unsere Musik anmachen. Entspannte. Ob dem Schweinchen geht's nicht so gut. Auch noch was, ey, mein Gott. Hei. Okay. Kommt mir nicht vor wie der Bahnfinder-Simulator sozusagen, sondern eher wie der Aufräumsimulator. Denn ich muss mir ja auch einen Scheiß von irgendwelchen Affen wegräumen. Ich meine, ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr, ne? Weil du wirst damit eh nichts mehr anfangen können. Aber für mein Köpfchen muss ich das tun. Mal hier für ein Bild. Hallo. Hab dich gesehen, du hast gar keine Chance. Dann kommt Holz aus dem Luftballon. Die komische Gizmo-Kugel platt machen? Ja. Party-Muffel-Mekko. Oh, da liegt noch eine Flasche. Da lag noch eine Bierflasche. Hier. Die Dinger erinnert, dass die, also das da erinnert mich ein bisschen an Candy Crush. Muss ich gestehen. Komm überall ran. Geht das auch kaputt? Aber an die komme ich nicht ran. Das ist unfair. Die kleben am Himmel. Müsste was werfen können. Ein bisschen gepasst gerade. Und nun? Da müssen wir noch irgendwie rüberkommen. Wie geht's da rein? Haben keinen Schlüssel gefunden dafür. Doch, scheinbar schon. Aber gerade blockiert, oder nicht? Aha. Also die Tickets, ich warte am See auf dich. Der Dieb war also die ganze Zeit ein anderer.
Ach, freue ich mich, so eine olle Puppe wieder zu haben hier. Manche, doch, ich wollte doch sagen, man kann es doch nicht sagen, manche Bilder kann man verkaufen, manche nicht. Wir wurden tatsächlich die ganze Zeit beobachtet. Aha. Der Wichser, Alter. Ich hatte doch gerade alle Schlüssel. Warte mal, ein Schlüssel steckt ja doch im Schwein. Der war für die Tür. Na toll. Fehlt also der blaue Schlüssel noch. Vielleicht am See. Was ist das? Wikingheim. Jetzt lass uns deinen Hund finden. Also kann ich nach Hause gehen. Ah ja. Wo soll ich denn hin? Wofür kann ich hier auf dem Wasser rumspringen? Ah. Was ist los, Titanic-mäßig oder was? Ja! Ja, das heilige Klopapier gefunden, Freunde. Ach komm. Mach Licht an, den nix. Ah, mein Gott, nee. Dzień dobry. Das heißt hallo, ich weiß. Aber wir Deutsche sagen immer hallo. Auch wenn wir gehauen werden oder so, sagen wir hallo. Ach, Gott sei Dank. So, jetzt brauchen wir das komische Huhn.
Ja, der zählt doch nicht hier. Steht drauf. Kalt, warm. Hier drin ist noch was. Ja, du meinst aber doch jetzt nicht das Auto, oder? Müssen wir ja nachher nochmal hin irgendwie. Fehlt uns ein Sammelobjekt sogar. Und der Auftragsgegenstand. Jetzt habe ich noch die ganzen Sachen hinten drauf, ne? Weißt du was? Ist der Wagen jetzt weg vielleicht? Das wäre natürlich praktisch. Ja, ist er. Da oben noch drauf, Alter. Ich finde, das ist ein bisschen schlecht geregelt. Was soll ich denn überhaupt finden? Nach einem Hund. Hört den hier, der ist garantiert in dem Raumschiff. Wie ich immer nach links gucken will jetzt erst. Was ist denn mit dem hier? Der ist durchsichtig. Der ist unsichtbar. Ist dieser Scheißhund. Er muss da sein, ich höre ihn doch. Wo ist der Hund? Ich suche jetzt den Hund, ihr bleibt dran. Ich habe es blinken gesehen. Was ist das jetzt hier? Der ist ja... Oh, hallo.
Ah, ja. Kann ich mir einen Wolf abbuchen? Ach, der wäre ja kaputt. Alles geschafft, Brudi. Abmarsch! Mein Gott, nee. Dachte, der Hund, der hier bellt. Nicht so ein Spielzeughund da. Was ist das denn? So. Sammelobjekte fehlen immer noch eins. Was? Kann doch gar nicht sein, Junge. Ich hab doch alles gefunden. Hat er doch auch gesagt. Kurios. So. Dann bringen wir alles rein. Und ich gehe jetzt schlafen. Mach für euch nochmal kurz Pause, weil ich jetzt auf Klo gehe. So, da sind wir wieder. Und ich glaube, wir haben alle Toilettenpapierrollen, die es gab, gefunden. Sieht auf jeden Fall so aus, ne? We found the toilet papers, I guess. Ja. So, wir stellen wieder ein großes Teil rein. Dann können wir schnell anfangen zu verkaufen. Porsche da hinten noch. Nichts mehr Großes. Ja, viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Bei dir kaufe ich nichts. Habe ich noch was in der Scheune, im Dings, im Lager? Oh ja. Kann gar nicht alles sauber werden hier. Bitteschön. Nimm. Soll eigentlich noch einer sein? Ach, beim Auto. Haha, der Große will das Auto haben hier. Ja, du bist mir ja drauf, du. Ja, dann aber, dann lass mal was springen. Ein bisschen was geht noch, Alter. Wir reden hier von einer Megakarre. Ja, Junge. Da fliegen dir die Haare. Oh. Im Wind, wollte ich sagen. Dafür braucht man erstmal ein paar Haare, wa? Er ist ja komplett im Arsch, das Ding. Da ist ja nichts mehr ganz. Also, mal ganz ehrlich, ich habe ja alles auseinandergenommen. Ich habe jetzt 600 Holz und 300 Eisen und 200 Stoff. Hätte man schon irgendwie ein bisschen besser machen können, ne? Weiß ich nicht. Ja, dass man das halt wenigstens aufbraucht auch. So hat man ja gar kein Problem damit. Ich wollte nicht handeln, du kannst das haben. Bitteschön. Ja. Dieses Gepiepe, ich kann es nicht mehr hören in meinen Ohren. Ach, schon wieder so ein Vieh, ey. Wo man Lutscher in den Mund stecken kann. Zum Warmhalten. Ja. Nimm. Er hat sich die Axt zum Grinden gekauft. Das große Ding da von vorhin war zu schwer. Ah, fehlt immer noch was. Doch nicht. Oh. Der Todeslaser hier. Das Kopfschmerz, ja, den ganzen Triss bis Kopfschmerz von dem Scheiß.
Na, willst du dafür jetzt ausgeben, Dicker? Da musst du was drauflegen. Da musst du noch mehr drauflegen. Das ist der Todeslaser, Junge. Eigentlich hatte ich vor, damit Taka wegzuspringen, aber. Ja, nimm mit, Halal. Alter, warum kommt die immer zu mir? Geh doch woanders einkaufen. Als gäbe es keinen anderen Laden. Mikotrip. Ihre Reise nach Hawaii erwartet. Besuchen Sie mit uns das wahre Paradies. Sie haben es sich verdient, Champion. Cabas Warenhaus. Landwirtschaftstechnologie der Zukunft. Sind Sie auf der Suche nach erstklassigen Arbeitsmitteln? Unsere Mistgabeln, Traktoren, Saatgut und Düngerprodukte sind von erstklassiger Qualität. Worauf warten Sie noch? Unser großartiges Sortiment ist jetzt zum halben Preis erhältlich. Sichern Sie sich hohe Rabatte mit Coupons. Wer mehr kauft, erhält bei uns mehr für sein Geld. Isaka Berg Today. Ja, okay. Erinnert mich an geilen Witz, ne? Geht ein Typ in Warenhaus und steht da ein Computer, steht dran, heute zum halben Katalogpreis. Und dann fragt er an der Kasse, was kostet ein Katalog? Yeah. Nimm alles, nimm alles. Nimm, Bruder, nimm. Ich kauf nix. Von dir sowieso nicht. Und noch drei Items hier, komm. So, und dann kommt jetzt gleich die letzte Folge, meine Freunde. Ich denke die letzte, denn wir werden nochmal den, ne, ihr wisst schon, den Bieterkrieg mitmachen und dann ist das Spiel, glaube ich, schon durch. Oh, verpiss dich doch. Und ich sage euch jetzt schon mal Tschüss, denn umso schneller sind wir im neuen Video, ne? Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Du kennst das Ganze. Fünf Finger hierzu, Daumen hoch, kommentieren. Abonnieren, Glocke aktivieren und im nächsten Video wieder einschalten. Ich bedanke mich für deinen Support und dass du mit dabei warst. Und wir sehen uns im nächsten Video.